Ja, jetzt möchte ich gerade sagen, wie ich das beieinander habe, gell, das Kletterzeug. Gell. Meine Grundausrüstung zum Klettern, zum nicht Blödsinn, zum Klettern, zum Sichern, zum Abseilen für das Bushcrafting. Gell, also die Basic mehr oder weniger. Das möchte ich jetzt ein bisschen sagen, wie ich das beieinander habe. Ihr habt es ja gerade gesehen, gell, den Gurt, wie gesagt, den Lindnerhof, ja, Gurt ist das, taktischer Gurt. Den habe ich fix beieinander, da habe ich alles schon drauf, was ich brauche, ja, um schnell, da tue ich jetzt nur einen Gummi drum. Das heißt, wenn ich den Gummi runter tue, nachher ist es mehr oder weniger einsatzbereit. Gell? Dann brauche ich es gerade noch hinlegen, reinschlüpfen und das war's. Ja. Mein kleinen Rucksack da mit gehabt. Ja, da möchte ich das gerade ein bisschen zeigen. Ich da für die Knotenkunde nehme ich mit da ein bisschen Equipment. Ja. Ja. So. Natürlich, die Handschuhe darf nicht fallen. Abseilhandschuhe sind ganz, ganz wichtig. Ja. Die gehören da dazu. Ja. Also, letzte. Da habe ich eine Dryback, ja, da wo das drinnen ist. Ja. Das ist zum Beispiel von Lindenhof-Gürtel, ja, die Beschreibung dazu. Ja. Lindenhof, wem es interessiert, das ist der Gürtel. Das habe ich immer alles beieinander. Das ist das Erste, was drinnen ist, also das Letzte, wenn man es rausholt, ja? Mehr oder weniger. Wir knicken nochmal. So. Einmal. Und dann das Nächste, was ich drinnen habe, in dem Beutel, einen taktischen Gürtel, Lindenhof auch. Lindnerhof, dass ich es rausbringe, das ist nur der Gürtel. Ohne Beingurt, ohne alles. Nur der Gürtel. Ja. Den habe ich auch da. Immer mit einer kleinen Schlaufe, ja, und einem Karabiner. Wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich überhaupt was brauche zum Sichern oder irgendwas, dann habe ich nicht immer das ganze Equipment mit. Ich nehme das mit, was ich gerade brauche. Und den habe ich sehr oft mit mittlerweile. Den habe ich neu. Früher habe ich immer das mit gehabt oder viel das, jetzt habe ich fast nur mehr das mit. Das da, diesen Gürtel, das ist das Nächste, was drinnen ist. Dann habe ich da meine Knotenfibel drinnen. Ja. Klingt vielleicht blöd für den einen oder anderen. Ja. Siehst du, da sind jetzt zum Beispiel, was ich eigentlich zuerst gezeigt habe. Ja. Ja. Das ist da schön drauf. Ja. Der herkömmliche Prusik-Knoten. Ja, und den, was ich gemacht habe, den da herum, den habe ich gemacht, den, was ich lieber mag. Gell? Die Basic-Knoten sind da drauf. Gell? Ja, oft einmal hat man so einen kleinen Blackout oder wenn ich trainiere oder wenn ich Knotenkunde mache. Ja. Schaut einmal her. Knotenkunde. Seht ihr das? Alles nur Knoten zum Probieren, zum Trainieren. Gell? Seht ihr das? Ja, Abseiltechniken, Knotenkunde. Ja, das habe ich auch heute mit, weil ich ein bisschen Knotenkunde mache. Die einfachsten wieder. Aber das habe ich immer, das habe ich nicht, das Buch habe ich nicht immer mit, das habe ich nur da zu Hause. Gell? Das habe ich, Entschuldigung. Nicht da drinnen, sondern in dem Dryback mit der Kletterausrüstung. Das Nächste, was ich immer drinnen habe, Handschuhe. Was ich immer drinnen habe, ist eine Rettungsleine. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Da bin ich neugierig, ob ich das überhaupt noch kann. Gell? Die Rettungsleine. Ja, wisst ihr das nur, wie das geht?
Rettungsleine. Ja. Seht ihr das? Ja. Die Rettungsleine, ich muss ein bisschen weiter weggehen. Ja. Habt ihr das gesehen jetzt? Diese Rettungsleine, die habe ich da drinnen zum Trainieren, bei meinem Werkzeug. Da kann ich sofort einen sichern zum Beispiel. Ja. Oder einem helfen. Ja. Da gibt es ein Video von mir, wie viele Sachen dass man da machen kann mit dieser Rettungsleine. Ja. Das ist die Rettungsleine. Ja. Die hat jeder Feuerwehrmann normalerweise mit. Die hat der Polizist mit, die hat jeder mit. Die Rettungsleine. Gell? Zumindest in guten Organisationen hat man eine Rettungsleine dabei. Jeder Mann, ein Mann, der Feuerwehr. Weil ich eben viel mit dieser Rettungsleine machen kann. Schaut euch mein Video an. Ja? Ganz einfach. Ja? Den nehme ich so her, tue sie einmal da rundherum, von unten durch, nehme sie, von einmal da hinten einer, da hinten einer. Das war's. Ja? Und ich habe schon einen perfekten Gurt. Ja? Der schneidet natürlich ein, aber für die in der Notfrist der Teufel fliehen. Ja? Das ist diese Rettungsleine. Die habe ich immer mit. Ich habe da mehrere, ja, von den Rettungsleinen. Da habe ich in jedem Equipment ich eigentlich schon jeweils eine immer da, oder sehr oft, nicht immer, aber sehr oft dabei. Gell? Die Rettungsleine. Sollte jeder mit haben. Gell? Die knüpfe ich mal so zusammen, immer am Mann. Gute Leute haben das am Mann, gell? Das gehört so. Ja? Die ist auch da drinnen, in dem Tri-Pack. Und natürlich meine Redline, gell? Mein Seil. Ja? 30 Meter lang, ja? Und schon geteilt. Das heißt, ich muss nicht immer das ganze Seil aufschießen, ich muss nicht immer das ganze Seil nehmen. Wenn ich weiß, aha, das sind nur 10 Meter, dann habe ich da meine 15 Meter und ich brauche nur das aufwickeln und den anderen Teil lasse ich beieinander. Dann habe ich nicht immer so lange Wurst. Ja. Die Redline. Ja. Ein wunderbares Seil. Schaut es nach, gibt ein Video von mir. Ja. Ja, das habe ich da in dem Sackerlinnen. Ja. Wo Luft dazu kommt, dass die immer schön trocknen. Wenn es nass ist, ist wichtig, ja, die wird nichts. Nichts. Und ich habe 30 Meter Saal mit. Ja. So, jetzt wird sich der eine oder andere fragen, was tut er denn der Wechselberg, wenn er muss 20 Meter aushalten? Dann langt Saal nicht, weil man es ja doppelt nimmt. Nicht? Weil ich muss es ja ausziehen nachher. Ich will es ja nicht zurücklassen. Kein Problem. Was ich immer mit habe. Ein Stahlkarabiner, so wie der, und ein starkes Seil. Das hebt 2000 Kilo, also 2 Tonnen. Das ist ja von der Bergbahn ein Schleppliftseil, ja, ein statisches. Und das habe ich mit. Was glaubst du für was? Wenn ich jetzt ausholen muss und ich will das Seil nicht hinten lassen, dann tue ich das um den Baum rum oder um den Stein oder wo auch immer, ich befestige das, hänge diesen Karabiner ein und hänge da nachher mein Seil rein. Gell? Und dann kann ich das ohne weiteres zurücklassen, auch, gell? Indem ich ganz einfach entweder um den Baum rum, ihr habt es jetzt gesehen, mit einem dünnen Seil die Schlaufe mir ausziehe ich nachher. Da gibt es ein Video von mir. Ja. Oder ich hole das mit und lasse das hinten. Wenn es die Situation so erlaubt oder nicht erlaubt, dass ich das ausziehe oder dass ich nachher mein Seil vielleicht irgendwie über scharfe Kanten oder irgendetwas, keine Ahnung, dann hänge ich da das Seil ein und lasse das hinten. Gell. Das ist nicht schade, das kriege ich jederzeit. Das sind jetzt ungefähr so an die 6-7 Meter, das heißt, das kann ich dreimal teilen und dreimal verwenden. Und den Stahlkarabiner, habe ich mehrere zu Hause, die tue ich mir halt wieder drauf, wenn ich einen gebraucht habe, dann lasse ich es einfach hinten. Also das ist jetzt nicht das große Thema, aber das habe ich als Backup immer dabei. In der Redline. Ja. Das habe ich da drinnen, bei der Redline dabei. So. Ja,
das ist dieses Backel da. Schön luftdurchlässig, gell? Ja, Mesh, ja, das ist das immer schön. Das Dryback nicht zulassen, sondern immer auf. Ja. So, und da tue ich noch, klarerweise, gell, ja, mehrere Seile und Karabiner mit. Da, Leute, ja, sind so spezielle Karabiner, so, ja, das ist der von Betzel, ja, das ist der. Wie heißt der jetzt gleich? Muss ich gerade da. Ah, jetzt ist mir entglitten jetzt, gell, der D-Look, gell, ja, zum Beispiel nach einer Karabiner, aber anständige Karabiner, gell, also richtig, zum Beispiel der da, gell, der Karabiner, der hat 5 kN, ja, der schwarze Karabiner da, gell. Schraubverschluss, das ist ein Twist-Look, gell, ja. Twist-Look auch. Spezialsicherung hat der. Gell? Das ist, den muss man so aufheben und dann drehen. Anders geht der gar nicht auf. Gell? Der geht nicht auf. Ja? Ich kann das Seil da hinten einhängen. Ja? Das ist aber nur, das geht nur auf hinten, gell? Wenn ich das da gelöst habe. Sie springen da gar nicht rein, kein Seil nicht rein. Ja, siehst du das? Ja? Dann habe ich das Schiene da drinnen. Dann kann ich das nicht verrutschen. Braucht man manchmal, gell, solche Sachen. Ja. Und das habe ich da einfach alles ein bisschen beieinander. Gell. Ja. Mit natürlich, das ist zum Beispiel ein Gierkarabiner. Gell. Ein Gierkarabiner. 500 Kilo hebt der aber auch. Also notfalls soll ich mich mit dem ohne weiteres irgendwo haben. Dann habe ich noch Brusik und Schlingen dabei. Gell. Brusik, Knöpfe und Schlingen, gell, habe ich noch dabei. Und das ist eigentlich das Equipment, das ich für die Bergsachen da einfach immer dabei habe. Das habe ich alles zusammengehängt, weil, wenn ich das raus tue, und so wie da, wo es hohes Gras ist, und ich schmeiße es hin, dann geht es leicht verloren. Auch wieder in einen Mesh-Sackel, separat drinnen, ja, dass das schön beieinander ist. Ich will das einfach alles geordnet, schön beieinander haben. Weil wenn man es braucht, nachher ist das sehr, sehr wichtig, dass man das schön beieinander hat. Und das ist da in der Dryback drin. Die Dryback natürlich immer, ja, ist ganz, ganz wichtig, dass man die Dryback immer aufmacht und nie zulässt, wenn man sie verstaut. Ja. So ist alles sicher beieinander. Ja, das ist das mein Bergbaktel. Ja. Wenn ich jetzt eine schwerere Tour mache, wenn ich irgendwo weiß, ich muss mich aushalten, ich muss mich sichern, ich muss mit meinen Kollegen oder was auch immer, dann habe ich das so beieinander. Das wiegt, ja, ich sage jetzt einmal, was wird das wiegen? An die 4 Kilo, denke ich mir. Ja. Da hängt noch mein Handschuh drauf. Der hängt nur da am Taschel drauf. Das war's. Ja. So ist das da im Rucksack. Da habe ich jetzt ganz nur von das meine Tiger, eben meinen kleinen Rucksack mit, halt, weil das da leicht Platz hat da drin. Ja. Ja, das ist das Kamera-Equipment. Und das ist die Sache, die ich immer mit habe zum Trainieren. Ja, das ist die ganzen so kleine Saale. Ja. Zum Knotenkunde machen. Gell? Das ist, ja, da tue ich einfach trainieren. Da trainiere ich die Knoten und alles, was ich brauche, um da fit zu bleiben bei den ganzen Geschichten. Weil, noch einmal, es ist ganz, ganz wichtig, dass man die Knoten kann. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch das von Profis zeigen lasst. Das, was ich euch zeige, ich bin kein Profi, ich bin kein Bergführer. Bitte das nicht 1:1 umsetzen. Das ist meine persönliche Ausrüstung für meinen persönlichen Bedarf. Jeder muss sich das so herrichten, dass es sicher ist und dass er das auch beherrscht. Und zwar blind, im Dunkeln, in schwarzer Nacht muss man das beherrschen. Und das mit der Ausrüstung, so wie ich es beieinander habe, tue ich das. Das heißt aber nicht, dass du das mit dieser Ausrüstung kannst. Also geh zu einem Profi, geh zu einem Spezialisten, lass dir das zahlen, mach einen Kurs bei einem Bergführer, der wird dir das ganz genau sagen. Der wird da vielleicht das eine oder andere sagen, das ist ein Blödsinn, was der Wechselberger sagt. Gell? Auch gut. Ja?
akzeptiere ich. Gell? Nur einmal, das ist meine Ausrüstung und mein persönlich, für meinen persönlichen Bedarf. Nicht für den Mount Everest oder irgendwas anderes. So, Leute, das war heute Knotenkunde bzw. Sicherung und Abseilkunde. Ja, so ist es besser wie Knotenkunde. Knotenkunde ist auch wieder ein anderes Thema. Das machen wir das nächste Mal, die Knotenkunde. Gell? Was natürlich immer dabei ist, was zu trinken, ist wichtig bei diesen Tagen. Da trinken sie aus, da geht es 1000 Meter runter, da geht schön der Bergwind auf. Trinkt ausreichend, ist immer ganz wichtig jetzt in diesen Tagen und für die nächste Zeit, für die nächste Periode, für die nächsten 10, 20 Jahre. Wir haben heuer 4 bis 6 Hitzeperioden im Sommer. Für die nächsten 10 bis 20 Jahre sind 20 bis 30 Hitzeperioden Voraussichten. Ja. Das könnt ihr euch vorstellen, was da los ist. Also, seid respektvoll, mit einem Gegenüber, mit der Natur vor allem, liegt es niemand noch und denkt selber schon gar nichts. Bleibt sicher. Der Soldat ist angekommen. Der hat sich hinten umgeschlichen bei mir. Der Christian. So, macht es gut. Viertek, servus.